Und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. So, wir ziehen gegen Hades in die Schlacht. Der letzte finale Kampf, glaube ich zumindest. Jetzt schauen wir mal, was uns da erwartet. Auf geht's zum Hades. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Okay, wie komme ich da hoch? So, schauen wir mal. Und dann komm ich hoch. Zieh, ey, was machst du denn? Okay. Da ist er, Hades. Ankunft von Einheit wurde bereits erwartet. Einheit wird Übertragung nicht stoppen. Im Gegenteil, die Berechnungen sind präzise. Präsenz von Einheit wurde nachgewiesen. Mein Gott. Vorsicht, das ist der Todbringer! Okay, das bringt anscheinend gar nichts. Mal schauen, sind hier irgendwelche komischen Fässer oder sowas? Wie läuft die Zeit ab? Hier den Todbringer der Hades bewacht, okay. Schwäche. Ich schau mal, ob ich den Bomben legen kann. Aloy, wir haben neue Verbündete. Konzentriert euch auf die neuen Maschinen. Okay. Satz mit X, das war wohl nix. Man kann ja den Hades nicht gleich töten.
Du was? Ich probiere jetzt gerne mal dahin zu rennen. Und dann schlagen die dazu. Aufpassen! Wir dürfen uns nicht überrennen! Wieder down. Okay, aber ich muss nicht mal nicht mehr von vorne anfangen, ist schon mal gut. Nach. Beseitige! Ey Leute, die Omen des Tod bringt das Weißen auf dich! Ich kann jetzt keinen Rückkehr machen. Das Ding aus, Mensch. Okay, das Ding ist weg. Scannen wir mal. Neue Maschinen. Thank you.
intensivieren. Vorsicht, Aloy! Sie kommen! Ich komme noch nicht hoch zu dem. Wie hält denn der noch aus? Jetzt hin. Ich bin hier, oder?
Feuern! Der Todbringer hat dich im Visier. Okay, da kommt er. Wieder los hier. Fail. Aus dem Weg! Ich habe noch nie so viele Maschinen gesehen. Erledigt sie zuerst! Kämpfen gemeinsam!
Seite jetzt komme. Beseitigen! Der Bodenring hat ihn nur nicht! Okay, da kommt er! Systembedrohung bevorstehend. Ich bin mehr als eine Bedrohung. Hasta la vista, Baby. Masterüberbrückung ausgerüstet. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Alter, das ist ein Kampf jetzt. Krass. Die Holzspeere da dran. Ne? Hier wird nicht viel gehen, glaube ich. Ja, Mann. Sieg. Februar 2065. Okay, Gaia, tut mir leid. Was sagte ich? Du hast eine Geschichte erzählt. Stimmt, ja. Also, wie ich schon sagte, es war ein Kinder-Elektrobaukasten, aber ich schloss die Drähte an eine Autobatterie und Solaranlage an. Da fing das Gras an zu brennen. Und auch eine hohe Kiefer, die dort stand. Ich weiß nicht, vielleicht 100 Jahre alt. Frage, wie alt warst du? 6. Meine Mutter war zu Hause, zum Glück. Also rief sie die Feuerwehr und danach nahm sie mich mit raus und zeigte mir die toten Vogelbabys. Denn da waren Nester in der Kiefer. Frage, was hast du gefühlt? Ich weiß nicht. Ich schrie, glaube ich, dass es mir egal ist. Da nahm meine Mutter mein Gesicht in ihre Hände und sprach. Frage, was hat sie gesagt? Es soll mir nicht egal sein.
Sie sagte, Elizabeth, es bringt nichts, klug zu sein, wenn du die Welt nicht verbesserst. Du musst deine Intelligenz für etwas nutzen, dem Leben dienen, nicht dem Tod. Es ist Elizabeth. Du erzählst oft Geschichten von deiner Mutter, aber du bist kinderlos. Ich hatte nie Zeit. Ich schätze, es war besser so. Elizabeth. Was hättest du ihm oder ihr gewünscht? Ich schätze, ich hätte mir gewünscht, dass sie neugierig ist. Und stur, unaufhaltbar sogar. Aber mit genug Mitgefühl, um die Welt zu heilen. Nur ein bisschen. Also gut, das war's erstmal, Gaia. Zeit fürs Bett. Einen angenehmen Schlaf, Elizabeth. Danke. Dann bis morgen. Wow. Kommt auf jeden Fall in die Hall of Fame meiner Spiele. Schon lange, lange, lange nicht mehr so ein gutes Game gehabt. Wahnsinn. Story stimmt. Keine großen Fehler in der Story drin. Also ich habe zumindest keine entdeckt. Das Spiel lief eigentlich bugfrei, außer ein Felsen, der mal rumgebuggt hat ein bisschen. Wahnsinn. Hammermäßig geiles Spiel. Und ich hoffe mal, dass es ja ein Franchise wird. Dass wir vielleicht noch mehr Horizon Zero Dawn bekommen. Vielleicht in ein oder zwei Jahren. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Zuschauern, die mich hier unterstützt haben, die kommentiert haben, die geliked haben. Danke, hat mich echt super gefreut. Und war auch ein bisschen Ansporn, immer weiterzumachen. Ihr wart der Ansporn und natürlich auch das Spiel. Ist natürlich super geil gewesen. So, jetzt würde ich sagen, wenn es euch dann gefallen hat, diese Serie oder diese Folge oder auch das ganze Let's Play, würde ich mich sehr, sehr über ein Abo freuen, Like oder Kommentar. Wisst ihr Leute, gell? Support. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt würde ich sagen, lasse ich euch noch ein bisschen allein mit dem Abspann. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Andi.
Hallo, alter Freund. Kennst du mich noch? Wir haben noch so viel zu bereden. Du musst mir noch viel verraten. Zum Beispiel über deine Meister, die dich mit dem Signal aufgeweckt haben. Wissen ist schließlich Macht, meinst du? Tja, fangen wir an.